Wenn ich mal richtig alt bin, werde ich vielleicht Märchenerzähler. Märchen sind so beruhigend und die machen so ein prickelndes Gefühl von einer heilen Welt. Ach, ein sehr schönes Märchen heißt Die Macht der Konsumentin. Wunderbar. Wenn da nicht diese Märchenzerstörerin wäre, Mira Landwehr, voll gemein, warum macht sie das? Das muss ich sie selber fragen. Hallo Mira. Hallo Carsten, grüß dich. Warum zerstörst du mir mein schönes Gefühl? Ich gehe zu Dance, ich gehe zu Alnatura und fühle mich als wirkmächtiger und guter, moralisch einwandfreier Mensch. Ja, das ist eben das Problem. Also das ist zu einfach gedacht. Dieses Märchen sind ja eigentlich für Kinder, das überdeckt eben, dass wir da in einer Konsumwelt uns befinden, wenn wir uns zu Alnatura oder zu Dance bewegen oder im Internet shoppen auf irgendwelchen bio-öko-fairen Seiten und uns dadurch durch diesen vermeintlich ethischen, ökologisch richtigen, in Anführungszeichen richtigen Konsum ein gutes Gewissen verschaffen können, weil wir besser, vermeintlich besser konsumieren würden als die anderen. Und da haben wir es eben, die anderen. Wer sind die denn? Und das ist ja ein ganz gängiges Muster, dass ich mich abgrenze gegenüber irgendeiner anderen Gruppe oder anderen Gruppen. Und ich als die gute, bewusste, ethische, politische Konsumentin verstehe mich dann eben letztendlich aber nur noch als Konsumentin. Und dadurch wird gesellschaftlicher Wandel, Stichwort Überwindung des Kapitalismus, Zerstörung der derzeitigen Wirtschaftsweise, wird dadurch unmöglich gemacht. Du redest sogar von egozentrischem Ökomoralismus und Nachhaltigkeitsgerede. Das ist schon, sind schon ganz schön harte Anwürfe, oder? Ja, aber ich finde, das muss man auch so hart konsumieren, weil seit ungefähr 10, 15 Jahren verstärkt so diese Nachhaltigkeitsideologie und diese Ideologie, die eine bestimmte gesellschaftlich auch einflussreiche Schicht, nämlich diese ökologische neue Mittelschicht, die sich auch abgrenzt gegenüber der traditionellen Mittelschicht, die aus Handwerkerinnen und so weiter bestand, mittleren, kleinen Angestellten. Es rekrutiert sich auch aus Akademikerinnen und Akademikern. Es sind junge Familien in zentrifizierten Vierteln, wo eben an jeder Ecke irgendwie ein neuer Bio-Supermarkt aufmacht und wo man frisch geröstete Nüsse mit irgendwelchen Siegeln kaufen kann. Und dieser Akt des Kaufens, also dass ich da Geld bezahle für eine Ware, denn es sind ja alles Waren, mit denen wir umgeben sind, der führt dazu, dass ich zum einen den Gewinn habe, ich bezahle hier teures Geld, denn die Produkte sind ja auch zum Teil wirklich sehr teuer, und verschaffe mir dadurch einen vermeintlichen Gewinn, dass ich mich eben abgrenzen kann, wie ich es eben schon gesagt hatte, gegenüber diesen anderen, die das nicht können oder die das nicht wollen oder denen das egal ist. Und erhebe mich damit eben auch moralisch über diese Menschen. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass es also nicht nur Kaufverhalten, sondern das ist auch gesellschaftliches Handeln. Und das muss man und darf man auch hinterfragen, was da die Beweggründe sind. Und das werden die Leute natürlich die meisten nicht zugeben, dass sie da diesen Akt des Kaufens benutzen, um sich selbst ein besseres Gefühl zu verschaffen, um sich höherwertiger zu machen, um sich einen moralischen Vorteil irgendwie zu erkaufen, um sich ein gutes, ruhiges Gewissen zu verkaufen. Aber das steckt dahinter. Also das kaufe ich mit dem Mehrpreis, den diese Produkte enthalten, der zum Teil ja auch gar nicht gerechtfertigt ist, nur weil da irgendwelche Siegel drauf sind, die auch mal in der Regel gar nicht hinterfragt werden. Also Konsumenten, denen reicht es in der Regel, wenn da drauf steht vegan oder fair produziert oder saisonal oder regional von unseren Anbaupartnerinnen, und wie der Anbau dann tatsächlich aussieht, da geht ja niemand hin oder da fragt niemand nach, wie das denn wirklich da auf den Plantagen aussieht. Wenn man das tun würde, dann wäre man sicherlich auch relativ schnell desillusioniert. Du sprichst sogar von einem veganen Ablasshandel, also mit diesen Bio-Fair-Trade-Siegeln, veganen Siegeln und so weiter. Das ist auch ja schon
klar, ich erkaufe mir ein gutes Gewissen und eine heile Welt und das, okay, das kann man sagen, das ist ja eigentlich legitim, ich kann mir erkaufen, was ich möchte, aber dann sagst du, das führt auch zu End- oder kann zu Entsolidarisierung führen, weil ja die eigentliche Idee eine radikale Veränderung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse ist ganz schön viel verlangt, oder? Ja, aber genauso viel verlangt ist es ja von den Einzelnen mit ihrem Konsum, der ja begrenzt ist. Also ich kann ja nur so viel konsumieren, wie meine Lohntüte hergibt. Und stimmt, auf bestimmte Dinge habe ich zum Beispiel auch gar keinen Einfluss. Also alles, was kein Endprodukt ist oder Endprodukte, die nicht an Verbraucherinnen und Verbraucher überhaupt ausgeliefert werden. Also mein liebstes Beispiel sind immer die Panzer. Ich kann jetzt halt nicht zum Panzerproduzenten gehen und sagen, ich hätte gerne einen ethisch produzierten, nachhaltigen Panzer, weil ich das gar nicht kann. Das verstehe ich. Das ist ein gutes Bild, ein gutes Beispiel. Trotzdem hält sich die Idee, dass der Kassenzettel auch ein Stimmzettel ist, dass ich Einfluss habe, wenn ich konsumiere und auch da Einfluss nehme auf den Markt. Wenn das so wäre, schlussfolgerst du ja, dann hieße das, dass Leute, die mehr Geld haben, auch mehr Einfluss haben. Das ist nun wiederum gar nicht gerecht, oder? Nee, eben, das ist überhaupt nicht gerecht. Das ist ja im Grunde genommen so der Zustand, den wir jetzt haben, dass unter anderem auch reiche Menschen gesellschaftlich größeren Einfluss haben. Und das ist ja nichts, was man irgendwie, wenn man einem emanzipatorischen Gesellschaftsbild anhängt, was man als erstrebenswert bezeichnen könnte. Und auch das gehört ja abgeschafft und überwunden. Und alle sollten die gleichen Möglichkeiten haben und nicht von Menschen, Firmen oder Konglomeraten abhängig sein, die bestimmen, durch ihr Geld, durch ihren Einfluss, durch ihre Lobbyarbeit, wer in welchem Ausmaß am gesellschaftlichen Reichtum überhaupt teilhaben darf, wer wem Gesundheitsfürsorge zukommt, wer Zugang zu sauberem Wasser hat, etc. Also man muss das Ganze ja auch tatsächlich global denken. Ja, du bist Autorin und Journalistin. Du weißt, wie Framing funktioniert und wie der Krieg der Worte funktioniert. Warum funktioniert dieses Bio, Öko, Vegan als Lifestyle, auch als politischen Lifestyle, warum funktioniert das so gut? Geht es da um diese Rückgewinnung der Kontrolle oder warum ist das so erfolgreich, diese Erzählung? Ja, das Stichwort Kontrolle ist da, glaube ich, ganz wichtig. Weil viele Menschen das Gefühl haben, so in diesen neoliberalen Verhältnissen, in denen man ja jetzt seit einer gefühlten Ewigkeit gefangen ist und feststeckt, dass man eigentlich über gar nichts mehr so richtig Kontrolle hat. Also die Arbeit wird immer flexibler angeblich, was aber eigentlich nur heißt, dass sie unsicherer wird, dass man Arbeitsverträge hat, die selbstverständlich befristet sind, dass man dass junge Leute kaum noch planen können, vor allem auch wenn sie im wissenschaftlichen Betrieb irgendwie im sogenannten Mittelbau arbeiten, dass sie da gar nicht mehr irgendwie planen können oder keine Sicherheit haben, ob sie eine Familie haben können zum Beispiel. Also so ganz grundlegende Dinge sind in Frage gestellt oder werden immer weiter nach hinten geschoben, weil die ökonomischen Verhältnisse einfach so katastrophal sich verschlechtert haben und unser Lebensstandard, also der meiner Generation, ich bin in den 80ern aufgewachsen, schon sehr viel schlechter und prekärer ist als der meiner Eltern. Das noch war, die sich vielleicht noch ein Eigenheim, wie man so schön sagt, leisten konnten. Also das ist für mich ja schon vollkommen illusorisch. Und genau da setzt natürlich an dieser Unsicherheit, an diesem Kontrollverlust, an diesem auch Angstgefühle sind da natürlich vorherrschend. Da setzen diese alternativen Konsummodelle an, die dir halt versprechen, kauf mich, werde ein besserer Mensch. Und du hast hier die Wahl zwischen Produkt A und Produkt B zu wählen. Und Produkt A ist das böse Massenprodukt und Produkt B ist eben das gute, biologisch zertifizierte, mit einem Vegan-Siegel versehene Produkt, das dich zu einer besseren Konsumentin, einem besseren Menschen macht. Und durch diese, das ist ja eine vermeintliche Wahl, das betone ich immer, denn es gibt keine guten oder bösen Produkte oder Produzenten im Kapitalismus. Es gibt nur kapitalistische Produzentinnen und es gibt nur kapitalistische Produkte im Kapitalismus. Und ob ich A, B oder C auswähle,
Das spielt im Grunde genommen keine Rolle. Trotzdem hält sich der Ruf, dass die Discounter natürlich schlecht sind, weil sie schlecht bezahlen, übelste Bedingungen haben und so weiter und die Produkte natürlich unter Preisdruck entstehen und sowas wie Alnatura und Dance sind halt die Guten. Allerdings, wenn man da mal hinter die Kulissen schaut, sind das auch irgendwie Bio-Kapitalisten, die sogar schlechter bezahlen, keine Tarifverträge haben und mit ihren Leuten auch nicht vernünftig umgehen. Das Bild, was sie nach außen vermitteln, ist allerdings ein anderes, oder? Ja, das stimmt. Also wenn man da an Alnatura denkt, das ist ja so der bekannteste, größte deutsche Bio-Supermarkt, eine Kette mit, ich glaube, 133 oder 135 Filialen, sicherlich inzwischen auch mehr. Als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, waren es so um die 130, wo es einen Betriebsrat gibt. In einem Betrieb ein Betriebsrat? Genau, in einem Betrieb ein Betriebsrat. Das ging vor ein, zwei Jahren auch durch die Presse, weil es da so einen kleinen Aufschrei gab, als herauskam, dass das so ist, dass die Verhältnisse dort so schlecht sind, dass das Unternehmen behauptet, ja, wir bräuchten das hier nicht, weil wir ja eine Familie sind und die Arbeitsbedingungen sind hier ja so klasse, dass wir da gar keinen Betriebsrat, wir brauchen da keine Vertretung der Mitarbeiterinnen, weil die hier ja alle gerne arbeiten und auch eingebunden sind und mitbestimmen dürfen und so. Und das ist natürlich Quatsch. Also die Mitbestimmung geht da ja nicht viel weiter als über die Entscheidung, ob ich das Regal jetzt von oben nach unten neu einräume oder von links nach rechts. Alles, was darüber hinausgeht, kann dann allerhöchstens noch der Filialleiter oder die Filialleiterin bestimmen. Und die einzelne Angestellte hat da ja gar keine Entscheidungsmöglichkeiten oder Mitbestimmungsmöglichkeiten. Und wer da querschlägt, wird auch gerne dann aus betriebswirtschaftlichen Gründen entlassen und durch Leiharbeiterinnen ersetzt. Denn von denen gibt es genug und die lassen sich noch viel besser und viel leichter ausbeuten. Eine Spitze hatte dieser kleine Skandal auch noch. Der Anwalt, der Alnatura vertreten hat, wohl AfD-nah eingestellt. Und das lässt ja schon relativ tief blicken, dass ein Konzern ausgerechnet so einen Anwalt beschäftigen muss, um sich gegen seine eigene Mitarbeiterin durchzusetzen. Natürlich sind die Tarifverträge und die bessere Bezahlung bei den Discountern auch nicht freiwillig passiert. Das ist aufgrund von öffentlichem Druck, Arbeitskämpfen, Gewerkschaft und Solidarität. Das heißt, darum geht es eigentlich, diese unangenehme, schmutzige Sache zu machen. Also Streik, Arbeitskampf, Gewerkschaften, alles so unsexy Zeug, oder? Ja, und viele moderne, junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, glaube ich, auch keine Idee mehr davon, wie das in den 50er, 60er, 70er Jahren, wie die Verhältnisse da waren in Deutschland, als es auch noch starke Gewerkschaften gab und als man in manchen Branchen Gehaltserhöhungen von 30% durchsetzen konnte. Das ist heute ja alles komplett unvorstellbar und es gibt da anscheinend bei vielen Menschen auch gar kein Bewusstsein mehr für, dass man diese Kämpfe führen muss, wenn man ein besseres Leben haben will. Und wenn man zumindest in den Verhältnissen, aus denen man so schnell nicht rauskommen wird, dann also die Überwindung des Kapitalismus sehe ich im Moment und sehen viele andere ja auch als im Moment sehr illusorisch, weil er einfach so verankert ist in der Gesellschaft, im Denken der Menschen. Also er überformt ja einfach alles. Und zumindest aber, also da bin ich eben Pragmatikerin, und sage, zumindest sollte man ja dafür noch kämpfen und sich zusammentun und kollektiv agieren und eben nicht Einzelne, also sowohl im Betrieb Einzelne, ne, die dann irgendwie gegen die Personalverwaltung, gegen die unfähigen Filialleiterinnen, gegen die unfähigen Vorgesetzten dann versuchen, ihre Rechte durchzusetzen und dabei eben häufig auch scheitern und auch dort so ein Klima der Angst herrscht, also Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, Angst, isoliert zu sein im Betrieb. Ja, aber also das Schlimmste ist, glaube ich, wirklich, dass viele Leute ihre Rechte auch gar nicht kennen, die darüber nicht aufgeklärt sind. Und ja, das liegt natürlich auch daran, dass es so einen Gewerkschaftsschwund gibt. Und also klar, viele der großen Gewerkschaften tun auch nicht mehr besonders viel. Aber dennoch ist es halt eins der letzten Mittel, die noch so verblieben sind, um kollektiv sich zu wehren. Ja, dieser Fall Alnatura zeigt natürlich, dass in der Biobranche, also da gibt es kaum Betriebsräte, auch in anderen, bei anderen Firmen ist es kaum vorhanden oder wird dann eben mit den gleichen Argumenten gerechtfertigt. Ja, wir sind ja eine Familie, ist auch so ganz wichtig. Das ist ja auch in der modernen Arbeitswelt sehr verbreitet, dieses Bild, dass man da so seine Familie oder eine zweite Familie im Betrieb hätte, was natürlich Unsinn ist,
weil man immer von Vorgesetzten umgeben ist, weil man immer Dinge sich erkämpfen muss, nicht reibungslos irgendwie abgeht. Und das, also die Familie ist dann natürlich auch als Idealbild irgendwie gedacht. Also dass es da harmonisch zusammengehe. Und wer die Macht hat in der Familie, ist auch klar. La Familia ist ja die Mafia und so. Diese kollektive politische Auseinandersetzung, von der du sprichst, da sagt ja Lydia Jacobi, das macht mich ja depressiv, sie sagt, das alternative Milieu flüchtet in pseudopolitische, individualistische Ersatzhandlungen, weil ihm kollektive politische Auseinandersetzungen nicht möglich scheinen. Das heißt, das ist schon eine Desillusionierung der eigenen Wirkmächtigkeit. Das ist ja schon fatal, dass Leute denken, ich kann eh nichts mehr in der Gruppe verändern, ich kann mich eh nicht zusammenschließen, also ein politischer Kampf ist gar nicht mehr möglich, ich mache halt mein individuelles Ding. Sehr fatal eigentlich, oder? Sehr fatal, genau. Also das, was ich eben schon so ein bisschen versucht hatte anzureißen, genau das ist das ja, diese Ersatzhandlung, also dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, also noch nicht mal die Idee hat, wie eine andere Gesellschaft, eine freiere Gesellschaft aussehen könnte und man dann natürlich auch keine Idee hat oder entwickeln kann, wie man da vielleicht hinkommen kann. Und das Einrichten in den Verhältnissen ist dann eben ja schon so ein Kapitulieren vor diesen Verhältnissen und sich in den Verhältnissen einzurichten. Klar hat man dann vielleicht gewisse Vorteile, man funktioniert im System und bekommt dafür vielleicht auch mal eine Gehaltserhöhung, wenn man gut funktioniert. Aber ja, es ist ein Funktionieren auf Kosten der eigenen Gesundheit und gesamtgesellschaftlich betrachtet ist es eben ein Funktionieren und weiter so, das ist ja die Parole, die auch dahinter steckt, auf Kosten des globalen Südens. Extrem ungerecht. Nun kann jeder machen, was er will. Wir sind ja so vermeintlich in einem freien Land. Wenn da nicht diese moralische Überlegenheit wäre, diese Distinktionsstreben, ich glaube, ich bin was Besseres. Und wenn ich glaube, ich bin was Besseres, dann sage ich ja, die anderen sind schlechter oder weniger wert. Da sind wir schon bei menschenverachtenden Einstellungen. Das ist dann gar nicht mehr so weit entfernt von Rassismus und von Ungleichheit. Oder ist jetzt die These zu steil? Nee, die ist nicht zu steil. Und also diese Übergänge sind ja auch fließend. Also das ist ja auch das Gefährliche daran, dass natürlich, wenn ich mich so absondere und mich nur in meinem sehr überschaubaren, kleinen, bioökologischen, nachhaltigen Milieu bewege und vielleicht dann der Verkäuferin der Straßenzeitung irgendwie nochmal wohlwollend, wohltätig, paternalistisch 1 Euro in die Hand drücke und dann habe ich mich auch da wieder entschuldet und bin auch aus der Pflicht genommen, zum Beispiel E-Mails an meine Abgeordnetenvertreterinnen zu schicken. Also hier in Hamburg ist es ja zum Beispiel so, dass in diesem Jahr bereits 13 Obdachlose auf der Straße gestorben sind in diesem Winter, weil es einfach so scheiß kalt war und weil Corona ist und weil der Akku der Menschen schon im Sommer alle war. Und auch da würde man doch eigentlich erwarten, dass es irgendwie einen riesigen Aufschrei gäbe, dass Menschen sich wehren, dass sie sich zusammentun und zusammenschließen. Das passiert auch im Kleinen, aber viel zu wenig. Und ich glaube, das ist so eine, ja, auch aus diesem Gefühl heraus, ich kann ja nichts tun. Ja, ich kann vielleicht eine Online-Petition unterschreiben und dann habe ich aber auch wieder meine Pflicht und Schuldigkeit getan. So. Moment, ich kann doch spenden und ich kann Charity trinken. Also da habe ich ja wirklich, da musste ich ja wirklich selten laut loslachen. Du hast es in einem Vortrag als Beispiel gebracht, also Charity, Tee, also spenden und noch schön Tee trinken und sich dabei wohlfühlen, da geht es ja schon ins Absurde, Abstruse, oder? Ja, aber es ist, verkauft sich. Es ist ein prima Verkaufsargument und die Leute lieben das. Also du kannst durch die Stadt gehen und solche Plakatwände werden dir an jeder Straßenecke begegnen. IKEA wirbt seit einiger Zeit damit, Nachhaltigkeit muss nicht teuer sein oder so. Wo es dann irgendein recyceltes Pseudo-Lammfell aus recycelten PET-Flaschen oder so gibt für ein paar Euro. Nachhaltigkeit muss nicht teuer sein oder darf nicht teuer sein, irgendwie so ist der Spruch. Und klar, also das strotzt vor Absurdität und wenn man da mit einem kritischen Blick drauf schaut, was auch alles unter dem Label nachhaltig irgendwie auf einmal firmiert. Also dieser Begriff kommt ja eigentlich so ursprünglich aus der Forstwirtschaft,
und bezeichnet da eigentlich ein Modell, dass man nur so viele Bäume fällt, wie auch wieder nachwachsen können. Also dass der Wald gesund bleibt und erhalten bleibt und so. Diese enge, ja auch ökologische Bedeutung hat sich in den letzten Jahren ja komplett aufgelöst. Und inzwischen ist der Begriff mehr so ein Platzhalter, so eine Leerstelle, wo man alle möglichen beliebigen Dinge einsetzen kann. Und also mein liebstes Beispiel für Nachhaltigkeit ist, wo es wirklich in der Absurdität auf die Spitze getrieben wird, ist, wenn man sich erinnert, vor 2,5, 3 Jahren, im Sommer 2018 war es, glaube ich, da hat die Bundeswehr Truppenübungen gemacht, Raketenübungen im Emsland in diesem extrem trockenen Sommer und da einen riesigen Moorbrand verursacht. Und schreibt aber in ihrem Nachhaltigkeitsbericht 2018 ganz stolz, wie sie sich für Naturschutz und Biodiversität einsetzen. Also dieser Bericht ist vermutlich schon vor diesem Moorbrand gedruckt gewesen. Und also da wird es einfach so auf die Spitze getrieben. Also ein Mörderverein, der sich durch Naturschutz und Biodiversität dann auch versucht reinzuwaschen, also von den Verbrechen, die sie so begehen. Was machen wir jetzt mit unseren Zeigefingern, die wir jetzt haben? Und wir wissen ja auch Bescheid, da bleibt man eigentlich ratlos zurück. Du sagst dann immer, beschäftigt euch mit politischen Theorien. Im Grunde mit dem Wirtschaftssystem, mit Ökonomie, mit diesen vermeintlich trockenen Themen, der Frage nach Eigentum, nach Macht und wie unsere Gesellschaft wirtschaftlich funktioniert. Da geht es an die Grundlagen, ans Eingemachte und an die Art des Wirtschaftens, also dem Kapitalismus, oder? Ja, genau. Darum geht's. Und die Beschäftigung mit der Macht und mit der Herrschaft kann auch ein bisschen helfen dabei, die eigene Ohnmacht zu überwinden. Auch wenn man dann nicht sofort zur Revolution schreiten kann, weil einfach so wenige andere Leute da sind, die sich eben auch damit beschäftigen und das kritisieren und kritisch sehen und auch die Möglichkeiten haben. Also das muss man eben auch sehen, nicht? Also die alleinerziehende Mutter mit 2 Jobs und 2 Kindern, wo soll sie noch die Kapazitäten hernehmen, sich jetzt mit politischer Theorie auseinanderzusetzen? Also das sind eben auch Dinge, die nicht jede und jeder leisten kann. Da muss man sich auch einfach ganz klar drüber sein. Also von daher kann ich immer nur aufrufen, genau wie du sagst, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und zu versuchen, das zu durchdringen und sich mit anderen auch darüber auszutauschen, das ist auch ganz wichtig. Und auch mit anderen solidarisieren, das heißt anderen helfen im Kleinen und sagen, die können sich eben nicht damit auseinandersetzen, ich helfe das eben nicht paternalistisch, sondern ich mache das aus Solidarität. Das kann ja auch die eigene Ohnmacht zumindest da ein bisschen helfen, drüber zu gehen. Ja, du sagst ja, die Unmöglichkeit zur Revolution im Supermarkt. Vegan ist nicht genug. Ablasshandel für ein ruhiges Gewissen. Ablasshandel als Lifestyle. Und das fasst es eigentlich schon zusammen, wenn ich mir das bewusst mache. Einen weiteren Schwenk, den wir abschließend noch machen können, ist ja dein Buch, was du geschrieben hast vor einiger Zeit. Wir haben auch schon drüber gesprochen. 4 Beine gut, 2 Beine schlecht. Da geht es um die Tierrechtsbewegung, Tierliebe und Menschenhass. Das ist dann nochmal eine extreme Richtung, wenn es dann in den Veganismus reingeht, wenn es ideologisch wird. Das ist ja auch sehr attraktiv und anschlussfähig, auch gerade in diesen Zeiten. Kann das sein? Ja, also du spielst jetzt möglicherweise auf Attila Hildmann an, der ja eine seltsame Bekanntheit erlangt hat. Also vorher kannte man ihn halt so als veganen Fernsehkoch und plötzlich im letzten Sommer stand er dann jede Woche vorm Reichstag und hat irgendwelche merkwürdigen Reden geschwungen und Mordfantasien gegen einen grünen Politiker unter anderem geäußert. Ja, also das, wenn man Veganismus als radikale Form der Ernährung betrachtet, und es kann ja auch eine radikale Form der Lebensweise tatsächlich sein, also es ist ja eine Art von Verzichtsideologie, dass man eben auf tierische Produkte komplett verzichtet, was dann auch Wolle, Leder und so weiter einschließt, muss es einen Bogen schlagen zu anderen extremen Weltanschauungen, wie Weltanschauungen, die Verschwörungsmythen und Erzählungen beinhalten, die antisemitisch aufgeladen sind, die rechtsextrem sind, wie bei Herrn Hildmann und auch bei anderen sicher aus dieser alternativen Szene, in der sich auch einige Veganerinnen aufhalten. Aber ich betone auch immer, dass das nicht zwangsläufig so sein muss. Also ja. Nur weil jemand vegan ist, wird er nicht auch rechtsextrem.
Da spielen noch viele andere Faktoren eine Rolle. Ja, also das heißt, es ist gut für uns und für die Umwelt, sich vegan zu ernähren, auf Fleisch weitgehend zu verzichten. Wenn nicht nur ein Distinktionsgewinn draus kommt, denn wir sind ja in Deutschland drittgrößter Fleischexporteur, das überrascht mich immer wieder. Das heißt, die individuelle Kaufentscheidung ändert nichts daran, dass Deutschland der drittgrößte Fleischexporteur und Produzent ist. Da müsste es eigentlich einen politischen Kampf geben und nicht eine individuelle Kaufentscheidung. Das wäre so das Fazit. Würdest du dich dem anschließen? Das ist ein Fazit auf jeden Fall. Also wichtiger noch finde ich eigentlich zu sagen, in diesem Kontext mit bewusstem Konsum eben also nochmal zu betonen, was wir auch vorhin relativ zu Anfang schon gesagt hatten, dass eben dieser bewusste Konsum, von dem Veganismus ein Teil ist, dass der die Welt nicht besser oder gerechter macht, sondern eben Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten verstärkt und die Entpolitisierung befördert und Entsolidarisierung verstärkt und befördert und letztendlich immer den Kapitalismus stützt, statt wir diese Bewegung ganz zu Anfang, also auch in der Fair-Trade-Bewegung gab es ja anfangs auch so Momente gegen dieses kapitalistische System etwas zu setzen. Und das Gleiche gilt für die Biobranche in den 70ern, als kleine Höfe versucht haben, anders zu wirtschaften. Und was man heute noch hier und da hat, solidarische Landwirtschaft und sowas, dass sich so alternative Wirtschaftsmodelle versuchen, dem entgegenzusetzen, entgegenzustellen, aber natürlich einfach keine Chance haben, weil sie dennoch ja von Marktgesetzen abhängig sind, also sich da nicht komplett entkoppeln können. Jörn Schulz sagt ja, dass wenn der Umweltschutz das Problem der persönlichen Moral wird, retten wir nicht das Klima, sondern den Kapitalismus. Dem ist ja wenig hinzuzufügen, außer dass man dieses schöne Maro-Heft, was du ja auch besprochen hast, nochmal kauft oder sich anschaut. Da finde ich, ist so ein schöner Humor dabei, eine Klarheit, die es auch leichter macht, es ja wirken zu lassen. Das ist ein schönes Heft, dieses Maro-Heft von Jörn Schulz, oder? Ja, ich fand das sehr schön, weil es relativ niederschwellig beschreibt, auch für Leute, die sich jetzt noch nicht mit Marx-Theorien oder so beschäftigt haben und da die ganzen von den ganzen Fachwörtern erstmal erschlagen werden. Also das relativ niederschwellig beschreibt, warum die Verhältnisse so sind, wie sie sind und warum man sie eben mit vermeintlich ethischem Konsum nicht umwerfen kann. Und klar, also statt sein Geld in den nächsten Bio-Supermarkt zu tragen, könnte man es auch mal in die Buchhandlung tragen und sich dieses Maro-Heft kaufen. Ja, wer von euch ohne Sünde ist, werfe das erste Quinoa-Bällchen, warum nachhaltiger Konsum das Klima nicht rettet. Ein weiteres Buch wäre dein Buch, 4 Beine gut, 2 Beine schlecht, zum Zusammenhang von Tierliebe und Menschenhass in der veganen Tierrechtsbewegung. Ansonsten schreibst du weiter für Zeitung und auch Bücher, hoffe ich, kommst gut durch die Zeit. Und ich wünsche dir, liebe Mira, einen sehr schönen Tag. Danke, das war Mira Landwehr. Tschüss.